23 Jahre alter Litauer, Gegner von Jack Kulkai. Der Darmstädter, Kampfname Golden Jack, im September Amateurweltmeister geworden, vor seinem zweiten Fight bei den Profis angesetzt auf 4 Runden. Beide Halbmittelgewichtler ähnlich groß. Jack Kulkai 1,72, sein Gegenüber aus Litauen 2 cm größer. Kulkai mit seiner Schnelligkeit direkt auch in dieser ersten Runde bringt er sie in Form von Treffern zum Kopf ins Ziel. Mit dieser Schnelligkeit war er auch in seinem ersten Kampf vor 3 Wochen gegen den Tschechen Kubin zufrieden. Mit seiner Deckung verhielt sich das etwas anders. Da hat er gesagt, da muss ich noch ein bisschen mehr tun. Da muss ich noch dichter werden. Darf nicht so viele Schläge, Treffer meines Gegners kassieren. Ein Riesentalent, Jack Kulkai. Das weiß man natürlich. Jetzt muss er das auch bei den Profis beweisen. Bekommt natürlich am Anfang seiner Laufbahn kürzere Kämpfe. Vielleicht auch noch nicht die Crème de la Crème der Gegner im Halbmittelgewicht, aber das ist natürlich auch verständlich, das muss so sein, wenn man einen wie ihn aufbauen will. Normalerweise sagt man 3 Jahre, zumindest auf diesem Niveau, dann sollte er einen WM-Kampf bekommen. Bei Kulkai, so hört man, kann es auch schon schneller gehen, wie vielleicht auch dieses Gefecht hier. Die Rechte von Kulkai im Ziel. 2 Minuten erst in der ersten Runde geboxt. Sidorovicius muss schon ganz, ganz schwer durchatmen, kann aber weitermachen. Angezählt von Manfred Küchler, dem Ringrichter. Und jetzt geht er wieder zu Boden. Eine Kombination links, rechts. Wieder zählt Manfred Küchler ihn an. 4, 5, 6, 7. Mit der Schnelligkeit von Kulkai kommt er überhaupt nicht zurecht. Und immer noch eine halbe Minute in der ersten Runde. Kulkai geht weiter nach vorn. Da ist allerdings jetzt keine Schlagwirkung. Sofort angezeigt, da ist der Litauer nur ausgerutscht. Doch Manfred Küchler sagt, das war's dann schon. Zumindest bei dem Ende dieses Kampfes habe ich keine große Schlagwirkung gesehen. Für den Ringrichter aber war sie dann doch da und er bricht den Kampf ab. Da noch einmal diese starke Rechte, der erste Niederschlag. Und da die Links-Rechts-Kombination. Der zweite Niederschlag. Naja, und da bleibe ich mal dabei. Da war weniger Schlagwirkung, als der Ringrichter gesehen haben will. Aber auch wenig Gegenwehr bei Jack Kulkais Gegner, bei Sidorovicius. Ich glaube, er ist auch ganz froh, dass dieses Gefecht nicht allzu lange gedauert hat. Kulkai, klar, der bessere Mann. Schlägt Michael Timm ab. Hat seine Ambitionen, hat seine Vorschusslorbeeren auf jeden Fall hier untermauert. Jack Kulkai. Hierhin, zeig die Nummer. Hat er gut lachen, da darf er auch lachen. Bedankt sich noch einmal beim Publikum in Magdeburg. Oh, sind ja ein paar Leute gekommen worden, wa? Ja. Hier noch einmal
Klar, das sind Treffer, aber keine, die Sidorovicius eigentlich hätten zu Boden gehen lassen dürfen. Und trotzdem das klare Urteil des Ringrichters, sofort angezeigt von Manfred Küchler. Sieger durch technischen K.O. in der ersten Runde nach 2 Minuten und 40 Sekunden aus Darmstadt, Golden Jack, Jack Kunkhall. Ich bin sehr zufrieden. Also der Gegner hat jetzt wenigstens mitgeschlagen. Also statt den ersten Gegner war es schwer, ihn irgendwie in der ersten Runde K.O. zu hauen bei den ersten Gegnern. Aber diesmal hat er sich getraut zu schlagen und darum kommt auch der K.O. 160 Sekunden hat er also heute nur gebraucht. Zweiter Kampf, zweiter Sieg für Jack Kolkai. Das Ergebnis unterstreicht seine großen Ambitionen. Der Kampf hat das auch getan. Golden Jack also auf einem guten Weg, der allerdings bis ganz nach oben noch dauern wird.